Mädel, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Geschichte des Drachenlord, Folge 28. Nur weil ich dick bin und weil ich vielleicht der Kasperle bin für euch. So heißt die Folge nicht, sondern Feuer des Drachen heißt sie. Ja, ich bin gespannt, ich habe Bock. Wir schauen rein. Diesmal schauen wir auf Odyssey. Einfach weil wir dann auch die Besuchsvideos sehen. Falls es dadurch Komplikationen mit meinem Kanal geben sollte, weil YouTube die Videos da nicht haben möchte, werde ich dann wieder bei YouTube schauen. Aber ja, viele Leute haben gefragt. Herr Winkler! Viele Leute haben gefragt, der Wegler. ach komm, wir gehen einfach rein, Mann. Let's go. Am 1. Januar 2017 erschien das Video Das wird 2017. Darin erklärt Rainer, keine Vorsätze fürs neue Jahr zu haben, nimmt sich aber vor, 100.000 Abonnenten zu erreichen. Dann macht er die Hater dafür verantwortlich, dass er seine DVD-Sammlung vermisst und gibt sich kämpferisch. Auf jeden Fall, fast meine ganze DVD-Sammlung wurde mir gestohlen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wenn die wirklich weg ist, wenn ich sie zufällig woanders hingelagert habe. Aber ich glaube das nicht, weil die war immer da gestanden und die wurden geklaut. Nach 3 Jahren, wo die Hater so eine Scheiße abziehen und nach 2 Jahren, wo reell Menschen zu Schaden dadurch kommen, unter anderem hauptsächlich ich, habe ich mir irgendwo das Recht verdient, arrogant zu sein. Also, fickt euch. Ihr könnt es nicht im Ansatz nachvollziehen, wie das ist, so ein Leben zu führen. Ihr könnt nicht im Ansatz nachvollziehen, wie das die Sache so ist, wie man sich da fühlt. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, dann hör halt auf. Nein, ich höre nicht auf, weil ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich lasse mich nicht besiegen. Und ich lasse, um unbesiegt zu sagen, ich lasse mich nicht von irgendwelchen Leuten fertig machen, weil dadurch. Aber das ist halt, also das ist wirklich so maximal dumm. In Reiners Welt ist er wie so ein, ja, wie ein Charakter aus seinen Animes. Es ist nicht so, dass er was falsch macht oder was an seinem Leben ändern müsste. Nein, er muss nur durchhalten, er muss nur unbesiegt bleiben und eines Tages wird sich das Blatt für ihn wenden. Das glaubt er. Und das ist so utopisch, das ist so utopisch. Auch wenn ich dauernd höre, oh ja, ich halte dies und das seit 6 Jahren aus, ich habe mir verdient, arrogant zu sein. Junge, Bist du am Arbeiten, ne? richtig, ich bin am Arbeiten und deswegen verstehe ich nicht, wie man so einen Müll labern kann. Ich darf arrogant sein, ich habe mir das verdient, Rainer. Junge, du hast in deinem Leben noch nichts verdient. Junge, geh mal arbeiten, tu was für die Allgemeinheit und erzähl nicht so einen Müll. Würden die gewinnen? Im Stream behauptete Rainer, von den 400 € aus den Spendenstreams wären nicht einmal 200 € tatsächlich bei ihm angekommen. Ja, das will ich hoffen, dass da am besten kein Cent angekommen ist. Verdammt nochmal. Am 5. Januar war Rainer mit einem Keyboard im Juno-Stream. Wartet mal. Einfach Mozart, Lord. Wunderschön. Verdammt. Ich habe das überhaupt nicht mehr im Kopf, wie man das gespielt hat. Ich krieg das absolut nicht mehr hin, ey. Am 6. Januar gab Rainer in seinem Skyrim Let's Play fast sein gesamtes Ingame-Geld für Met aus. Viele Leute wollten auch die Skyrim-Let's Plays von damals sehen, das werde ich auch dann irgendwann noch reacten. Auf Twitter drohte er mit Gewalt, sollte Boneclinks nach Deutschland kommen. Am 9. Januar erschien Time of Metal Nummer 11, Band Disturbed, Album Immortalized. Das Album Immortalized war ursprünglich im August 2015 erschienen. Das Album ist am 21.08.2016, also letztes Jahr, rausgekommen. Das heißt, es ist etwa Sekunde. Es ist 19 Tage vor meinem Geburtstag, nach meinem, 19 Tage nach meinem Geburtstag rausgekommen. Ziemlich cooles Geburtstagsgeschenk, auch wenn man bedenken muss, dass es natürlich 19 Tage später kam. Aber Rainer, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber die Welt dreht sich nicht nur um dich. Natürlich weißt du das nicht, aber es ist nicht so. trotzdem, es war mein Geburtstagsmonat, finde ich sau cool. Ich liebe ja David Draymans Gesang, seine Stimme ist einfach, boah, ey, ohne Scheiß. Es gibt nur wenige Künstler, bei denen ich das behaupte, aber zum Beispiel der gute Jimi Hendrix oder der gute Johann Hegg oder eben auch David Draymond. Bei diesen Leuten, wenn die singen oder bei
dem guten Jimi Hendrix natürlich die Gitarre. Ich sitze hier mit dem Ständer. Im Dragon Monday erklärte Rainer, er würde 2017 gerne die Fenster und Haustür erneuern. Auch würde er die Wand, die er in einem Video vom 7. Mai 2015 abgerissen hatte, gerne neu bauen. Wie gesagt, was auch immer das für eine hirnlose Aktion war. Und wenn Rainer irgendwas neu bauen will, boah, hätte ich das gern gesehen, Junge. Hätte ich das gern gesehen. Damit die Wärme im Untergeschoss bleibt, in welchem er nun lebt. Dann warf er dem Betreiber von Lachschon und 3D Supply, da er sich als Hater entpuppt hatte, Kriminalität vor. Am 10. Januar streamte Rainer dann in den frühen Morgenstunden betrunken auf YouNow. Du siehst durchgenudelt aus. Das sah deine Mutter auch, als ich sie hatte. Junge, die Haare von Rainer, wie der da aussah. Es ist immer wieder schön, mit den ganzen Videos zu sehen, wie Rainer sich über die Jahre optisch verändert hat. Natürlich nicht nur durch die Breite, sondern hat auch seine Haare, seine wilden Frisuren, sein... Das ist einfach wunderschön. Okay, und ich habe das dumme Gefühl, ich bin gerade besoffener als je zuvor. Ich kann es nicht mehr lesen. Auf mich steht keine Frau, warum auch? Anschließend wurde ihm erneut scherzhaft ein Heiratsantrag gemacht, Rechteck ohne Ecken war zu Gast und Imp hatte mehrere kurze Auftritte. Aber ich denke, das ist jetzt wieder so ein guter Moment, wenn jetzt genug Leute zuschauen, um dich hier zu fragen, ob du mich heiraten möchtest. Ich weiß nicht gerade. Nastrovia, Rainer, wie geht's? Nostrovi, wenn du mal Deutsch könntest, wären wir auch zufrieden. Russisch brauchen wir hier nicht. Tschüss, du Affe. Russisch? Junge, Rainer ist ganz woanders. Der ist ganz, ganz woanders gerade. Wie der dazu rumzappelt, wie das aussieht. Mein Gott. Japanischen. Also Sakura ist im Japanischen, heißt Küche. Hallo Rainer, möchtest du bei mir deinen Spendenstream eigentlich machen? Ich bin ja auch YouTuber. Ja, auf jeden Fall, Grüße gehen raus und Imp der Übermensch und lösch dich, du fetter Buttergolem. Ja, dann frage ich mich, warum du als fetter Buttergolem hier bist im Livestream und dich lächerlich machst. Denn mich lächerlich machen kannst du definitiv nicht mehr. Vielleicht zeigen? Hallo Rainer, wann löscht du dich denn eigentlich? So, weißt du, sind wir mal ehrlich, ja? Du bist dümmer als ich, du bist ja hässlicher als ich. Das kann klar, ich du zeigst, zeigen, ja? Klar, du zeigst deine Fresse, Respekt dafür, aber deine schwulen Ohrringe, ja, an sich finde ich schon, ganz ehrlich, ich habe nichts gegen Schwule. Das ist so dumm, wenn Rainer über Hässlichkeit und Dummheit redet. Rainer, du vereinigst beides perfekt, erzähl doch nichts. Und dann gehen dir die Argumente aus, um ihn runterzumachen, und dann gehst du auf Ohrringe, weil die, weiß ich nicht, etwas komisch wirken, etwas schön, wie du sagst. Weiß ich nicht, Rainer. Weiß ich nicht. Und da bist du auch noch der Pilot. Das macht alles keinen Sinn. Ohne Scheiß, Junge. Ich hab nichts gegen Schwule. Nicht, ja? Ganz ehrlich, ich bin bisexuell, ja. Aber ja, wenn man sich so schwul verhält wie du, ja, dann kann man sich meiner Meinung nach schon eins sagen lassen, weil selbst ein Schwuler von dir nichts mehr wissen will. Aber warum ist denn schwul eine Beleidigung für dich, wenn du das doch selbst sagst? Das ist keine Beleidigung. Das ist keine Beleidigung. Definitiv nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht. Aber du bist eine Beleidigung für alle Schwule. Ja. Das ist ein Unterschied. Nicht die Schwulen sind nicht schwul ist eine Beleidigung, sondern du bist eine Beleidigung für Schwule. Weil du dich verhältst wie einer, aber kein Schwuler bist. Verstehst du? Ja, ich werde der neue Drachenlord bald lachen, die auch über mich, und dann höre ich auf. Verzweifelt, weil ich dick bin. Und weil ich der Kasperler bin, Junge, für euch. Verstehst du es nicht? Keiner hat die Macht, die ich besitze. Ich bin Drachenlord. Keiner kann es mir reichen, das Wasser. Niemand kann es mir reichen, das Wasser. Ah, ein wunderbares Zitat, das ich auch sehr, 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 sehr mag.
Niemand kann es erreichen. Reiners Kopf rendert. Scheiße, warte mal, da war irgendwas falsch. Sag einfach hinterher das Wasser. Und dann passt das schon. Reiner, das ist jetzt, willst du Junge. 5 Jahre lang deinen Kopf gegen die Wand hauen und dann sagen keiner von euch... Und wenn ich 5 Jahre meinen Kopf gegen die Wand hau, mein Kopf hält 5 Jahre gegen die Wand aus, deiner nicht mal eine Stunde, nicht mal eine Minute, einmal deinen Kopf gegen die Wand und dein Kopf ist Mus. 5 Jahre meinen Kopf gegen die Wand und die Wand zerbricht, Alter. Das ist der Unterschied, den du und deine Vollidioten nicht raffen. Und so eine Flasche wie keine Chance gegen den Drachenrad. Junge, lach ruhig, Alter. Ich bin der Witzfigur. Mir macht's nichts aus. Seit 3 Jahren lachen die Leute über mich. Lach ruhig. Lach dir den Arsch ab, Alter! Das machen wir regelmäßig. Wirklich, also. Wie man so viel Müll labern kann. Unglaublich. Wie man so viel Müll labern kann. Morgen nicht mehr lachen. Lachen dich alle aus. Och, nee, weil du. Und ich sag dir auch warum. Ich sag dir auch warum. Vielleicht weil ich dick bin? Weil du ein Battle, einen Kampf, einen. Ein Battle? Ein Battle, ein Kampf. Leute, habt ihr schon mal Battles verloren? Wie sieht's bei euch aus? Ein Battle. Ach ja, Rainer, was soll ich sagen? Wirklich, gib einfach Aru. Es ist eine super Idee, besoffen zu streamen. Wirklich, ist super unterhaltsam, sehr, sehr nice. Aber wenn dann der Narzissmus-Lord noch reinkickt, das ist dann schon echt anstrengend. Eine Schlacht gegen einen verloren hast, der deiner Meinung nach dümmer ist als du. Und ich sag dir, warum du verlierst. Also ich sag dir, nicht, ich sag dir, warum. Ich sag gegen mich und ich sag dir, warum du verlierst. Weil ich dich raushau. Oh nein! Ganz ehrlich, Junge, du hast nicht die geringste Chance gegen mich. Wie ein kleines Kind. Das höchste Wesen, was es gibt. Ja. Er ist auch das höchste Wesen, das stimmt schon. Nein, aber wie ein kleines Kind. Ich habe ihn rausgehauen. Oh Mann, ey. Ich sag dir warum. Ich bin der Boss. Ihr versteht es nicht. Ihr versteht es nicht, Alter. Seit 5 Jahren begreift ihr es nicht. Ich bin der Boss. Unbesiegt. Unfähig. Das wäre eigentlich auch ein Sound-Alert wert, oder? Alter, ich komme in 188! Ich bin der Boss. Oh Mann, so ein dummes Gequatsche, wirklich. Also, der Stream wäre auch mal, weiß ich nicht, wäre auch mal eine Reaction wert eigentlich. Oh Mann, oh Mann. Und dann war auch noch Berndian zu Gast. Ich da. Den will ich jetzt drin haben, Alter. Der arbeitslose Fuzzi 24/7 online ist, um drauf zu warten, dass ich ihn reinhole. Oh, warte, ich muss kurz das machen. Ja, hi, jetzt ging er schneller als erwartet. Wie geht's dir? Berndian lauert. Auf was lauerst du denn? Auf deinen nächsten Abloser? Und du wirst weiterhin nicht weiterkommen, als ich es bin. Echt? Wenn du weiter nur Scheiße über mich laberst und weiterhin nur lächerliche Sachen über mich verbreitest, die sowieso nur die Typen glauben, die genauso wenig hören, wie du im Kopf haben. Sprich, okay. Nicht mal eine Erbsengröße. Darauf lasse ich erstmal einen Furz. Der wollte seinen PC über die Ferne sperren und hat es nicht geschafft, weil ich über einen zweiten Bildschirm mich reinhacken konnte und in die Sperre aufheben konnte. Leute, kennt sich einer von euch mit IT aus? Traut ihr einem Rainer Winkler zu, dass er sich, ich sag's mal so, wie er das gesagt hat, über einen zweiten Bildschirm reingehackt hat, um die Hackung wegzumachen? Ich weiß gar nicht, wie ich sonst sagen soll. Es klingt halt so lost, wie Rainer das sagt. Es ist so dumm. Sind ja ITler, die dir sagen können, wie viel Müll der labert. Oh Mann, ey. Reini Hacker, Mann. Ja, Reini Hacken, würde ich ja sagen. Junge, Junge, Junge. Ja, aber ich finde es total lächerlich und witzig, dass du einfach nur meintest, dass du mich besiegen kannst. Junge, du hattest nie eine Chance und du wirst nie eine Chance haben. Und warum? Weil ich ein Drache bin und Feuer speie und dich verbrenne mit Haut und Haar. Hahaha!
Alter, das macht Spaß. Es ist so unangenehm, das anzuschauen. Wie er denkt, er ist lustig, er ist cool drauf, er bietet da eine nice Show. Es ist so unangenehm und cringe zu sehen, wie er da so rumeckt. Es ist unglaublich. Ach, Mann. Naja, wunderschön. Wenn der zweite Bildschirm am selben PC hängt, nein, genau das meine ich ja. Genau das meine ich ja. Du hängst an dem System mit dran, das gehackt wurde. Also ich meine, ich habe von dem Thema keine Ahnung, aber von der Logik her, beide Bildschirme sind mit dem System verbunden, das gehackt wurde. und er benutzt den zweiten Bildschirm und hackt sich da rein. Ja, klar. Weil für Rainer ist der Bildschirm wahrscheinlich der PC oder so. Keine Ahnung, Mann. Einfach dumm Mistgequatsche. Hat sich wahrscheinlich mit GIMP reingehackt oder so. Nachdem Rainer seinen Rausch ausgeschlafen hatte, war er in TeamSpeak online. Wenig überraschend war die Atmosphäre auf diesem Server ähnlich der letzten beiden. Lösch dich, Winkler, du dummer Hurensohn! Ja, wann denn? Warte, du Hurensohn, verpiss dich dir, ist unser Server! Junge, es ist mein Server, ich bezahle ihn, dementsprechend bin ich derjenige, der hier Chef ist. Leute, rufen um 3 Uhr nachts an, Pizza auf Rainer Winkel! Benehmt euch jetzt mal! Anfangs war der Server brechend voll mit Hatern. Nachdem Rainer einen Großteil der Leute gebannt hatte, bestand der Server nur noch aus einer kleinen Gruppe an Hatern, die sich als Fans ausgaben, um Rainer Informationen zu entlocken und diese im Internet zu veröffentlichen. Am 12. Januar war dann auch das Regenbogenschaf kurz auf dem Server. Rainer war in den nächsten Tagen oft zu unkonventionellen Uhrzeiten wie etwa 3, 4 oder 5 Uhr morgens online. Ja, warum? Weil er zu den Zeiten halt einfach immer noch wach ist. Weil er kein verdammtes Leben hat. Ach, Mann. Am 13. Januar wurde Rainer auf Hitbox gesperrt. An diesem Tag erschien auch ein Video, das Rainer während des betrunkenen Juno-Streams aufgenommen hatte, in dem er zu Equilibrium headbangt. Obwohl Rainer das Video im Sitzen aufgenommen hatte, war er nachher ziemlich außer Puste. Merkt euch das! Besiegt auf ewig! Eigentlich unbesiegt auf ewig. Ich wollte gerade sagen, besiegt auf ewig, Rainer? Das ist der Titel für dein Leben, aber... Hä? Ja, ich habe ein bisschen was gesoffen. Oh. Am 14. Januar berichtete Rainer in TeamSpeak über die Schlagstockattacke und behauptete, nicht einmal zu wissen, wer Based God sei. Da jemand den TeamSpeak livestreamte, grüßte Rainer alle Zuseher und kickte dann den gesamten Raum. So, eine Sache noch. Ich grüße mal alle live auf YouNow, auf YouTube und ich beweise jetzt mal, dass ich den ganzen Raum innerhalb von 2 Sekunden kicken kann. Am 16. Januar wurde Rainer von Hatern mit Schneebällen beworfen. Da! Nee. Beschwert sich, dass man 2-3 Mal daneben wirft, dann trifft man ihn. Und weiter? Und weiter? Am 17. Januar war Rainer um etwa 6 Uhr morgens im TeamSpeak, da er die Nacht durchmachte. Guckt euch bitte an, wie er da lossprinten will. Was zitterst du so? Guckt euch an. Stellt euch mal vor, Rainer Winkler macht so einen 2-Sekunden-Sprint auf euch zu. Guckt euch das an. Er verhielt sich diesmal besonders arrogant. Ich dachte, er zeigt's aber, warte. Da er die Nacht durchmachte. Er verhielt sich diesmal besonders arrogant, zum Beispiel als er gefragt wurde, ob er paranoid sei, da er während der Videos oft aus dem Fenster schaut. Wenn ich aus dem Fenster gucke, liegt es daran, dass ich ein großes Sichtfeld hatte. Ich habe ziemlich gute Augen und habe ein sehr großes Sichtfeld. Und wenn ich aus dem Fenster schaue, lach du ruhig. Wenn ich aus dem Fenster schaue, liegt es daran, dass ich eine Bewegung im Augenwinkel wahrgenommen habe und deswegen schaue ich aus dem Fenster. Das hat aber nichts damit zu tun. Wenn rechts oder links neben mir eine Bewegung ist, dann schaue ich grundsätzlich dahin. Also es muss bloß eine Fliege sein, die rechts an meinem Auge vorbeifliegt. Ruhe bitte, Drache antwortet.
Außer wenn ich seit ich YouTube mache, eines gelernt habe, wenn ich seit ich YouTube mache, eines gelernt habe, dann das, dass ich durchaus in der Lage bin, andere Menschen zu manipulieren. Nee. Wirklich nicht. Also doch, vielleicht irgendwelche Drachis und Gutmenschen, aber Junge, wer wird denn dauernd zum Tanz aufgefordert? Wer ist denn der Tanzbär? Wer geht denn auf wirklich jede Hater-Aktion ein, Rainer? Ich glaube, du verwechselst da ein bisschen was. Die Sache, dass ich mit Menschen anders umgehe, du lach ruhig. Ich habe schon Menschen manipuliert, da warst du wahrscheinlich noch nicht einmal auf der Welt und bist noch im Sack von deinem Vater rumgeschwommen. Rainer berichtete, es würde ihm Spaß machen, Leute auf dem Teamspeak zu bannen. Später hatte dann das Regenbogenschaf einen kurzen Auftritt. Also eine Frage, könnte ich als YouTuber mit 17.000 Abonnenten auch YouTuber ranbekommen? Was habe ich vorhin gesagt? 50.000 Regenbogenschaf. Du bist nicht mal ansatzweise in der Kategorie. Oder doch? 17.000. 17.000? Hast du nicht irgendwann behauptet, du hast mehr als ich? Lächerliche Figur, Alter. Hast du jetzt wieder schön auf Abonnentenzahlen stützen? Übrigens, Rainer, wie viele YouTube-Abonnenten hast du denn heute? Laut deiner Definition bist du ja noch weniger wert als ich und ich habe nicht mal 5.000. Nice. Am 18. Januar erschien dann der Vlog Laber mal wieder, Drache. Metal-Leute, servus und herzlich willkommen bei einem kleinen Zwischenvlog heute. Echse ist wirklich so eine eklige, dreckige... Ah nee, Quatsch, das ist ja gar nicht echt, das ist ja Rainer. Ah, okay. ...einen Tweet gepostet habe auf Twitter. Junge, dass ich... Halt dein... Ey. Diese Doppelmoral kotzt mich so von diesem Typen an, Mann. Entschuldigung, das ich... Lass ich jetzt drin. Entschuldigung. Leute, Entschuldigung. Mir wurscht. Am 19. Januar lud Rainer das Video Kochvlog die zweite Zwiebelsahneschnitzel hoch. Während des gesamten Videos ändert er jedoch nie die Position der Kamera, wodurch man nicht sehen kann, wie er kocht. Nices Kochvideo, Rainer. Wirklich toll. Er ist sogar so narzisstisch, er muss in einem Kochvideo selber immer im Bild stehen. An diesem Tag war auch Rainers Stream-Moderatorin Abby Sunrise auf dem Teamspeak-Server. Am 20. Januar richtete Rainer einen Raum auf dem Server für Frauen ein, den er Tittenbonus nannte. Angeblich, da die Frauen sonst zu sehr belästigt würden. Er selbst konnte den Raum jedoch auch betreten. Am 23. Januar sprach Rainer im Dragon Monday darüber, bei einem Anbieter des Teamspeak-Servers vielleicht um ein Sponsoring anzufragen. Auch redete er darüber, an einem Buch über sein Leben zu schreiben und kündigte tägliche Videos an. Dementsprechend erschien an diesem Tag Vlog 1 von 7 Montagmorgen. An diesem Tag war auch Imp auf Rainers Teamspeak-Server. Am 24. Januar streamte Rainer kurz auf Twitch. Im täglichen Vlog redete er über World of Warcraft. Anscheinend... Auch hier muss ich nochmal anmerken, wie dieses Overlay aussieht. Es sieht halt wirklich... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es sieht total... Ich weiß nicht... Das fand ich bei Rainer halt schon immer richtig, richtig weird. Ich meine, im Vergleich zu dem, was er sonst so hatte, da geht das noch. Aber kann sich noch jemand erinnern, kurz bevor er aus der Schanze ausgezogen ist, wo er so Overlays für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag gemacht hat? Das waren die billigsten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Da hat er sich irgendwelche Smiley-PNGs auf dem Internet runtergeladen, hat verschiedenfarbige Hintergründe einfach gemacht, also grün, blau, rot, gelb, was auch immer, hat da Smileys reingeknallt, hat dann Dienstags-Stream reingekritzelt und das sah so kacke aus und da war er richtig stolz drauf. Hat er gesagt, ja, ich muss hier noch arbeiten an den Overlays. Junge, was für Arbeit, so ein Overlay, wie du das gemacht hast, kann ich dir in 3 Minuten fertig machen. Aber gut, Rainer wieder langsam im Kopf, Junge. Mann, das ist alles schon wieder wütend hier. Und hatten die Hater seinen Account gefunden und töteten nun seine Charaktere im Spiel. Ab 25. Januar bereits erschien der angekündigte tägliche Vlog nicht. Mittlerweile war die Drachenlord-Dokumentation vom Y-Kollektiv aufgrund eines Copyright-Claims von Rainer auf YouTube gesperrt worden. Am 26. Januar erschien dann Vlog 3 von 7, Donnerstag WoW. Darin erklärt Rainer, der gestrige Vlog war nicht erschienen, da er verschlafen hatte.
Obwohl Rainer momentan versuchte, seinen Schlafrhythmus zu reparieren, war er um 8 Uhr morgens ins Bett gegangen und um 19 Uhr aufgestanden. Ja, ganz normaler Arbeitsrhythmus. Junge, so stehe ich nicht mehr auf, wenn ich Nachtschicht habe, Junge. Was ist los mit dir? Am 29. Januar erschien dann Vlog 4 von 7 Ende, in welchem Rainer ankündigt, neue Headbang-Videos zu bringen. Dementsprechend erschien am 30. Januar ein Video, in dem er im Sitzen zu Nightwish headbangt. In dem Video trug Rainer ein T-Shirt des Radiosenders Metal Only, welches er von diesem geschenkt bekommen hatte. Der Code Midas-Effekt ließ nicht lange auf sich warten. Von diesem Tag existiert ein Besuchsvideo, dieses dokumentiert, dass sich einige Hater rund um Rainers Haus herumtrieben, mit dem Ziel, ihn mit Schneebällen zu bewerfen. Am 31. Januar erschien dann ein Video, in dem Rainer zu Digimon-Musik headbangt. In einem anderen Video erklärt er zu planen, sein Schlafzimmer zu verlegen, so wie das aussieht. Das Maul hast du! Er ist einfach gerade am Beten, Leute. Einfach wie das aussieht mit diesem billig gemachten Greenscreen. Oh Mann, ist das unangenehm. So, dass er weniger Räume heizen muss. Auf Teamspeak reagierte Rainer auf Vorwürfe, er trage nichts zur Gesellschaft bei. Was ich zur Gesellschaft beitrage? Wie wär's denn zum Beispiel damit, dass ich anderen Leuten Hoffnung gebe, die selber schon die Hoffnung verloren haben? Weil Junge, wem gibst du denn Hoffnung, Rainer? Wem gibst du Hoffnung außer Lebensmittelherstellern? Junge, wem gibst du sonst Hoffnung? Sag mir das, ich würde es gerne wissen. Weil sie wegen solchen Typen wie dir meinen, selber nichts mehr wert zu sein, weil sie ständig von anderen wie dir gemobbt werden, von Leuten, die selber in ihrem Leben nur Scheiße erlebt haben, nur Scheiße machen und den ganzen Tag nur Scheiße labern. Und deswegen gebe ich solchen Menschen Hoffnung, weil ich mich von jemandem wie dir nicht belabern lasse, weil ich mich von jemandem wie dir nicht unterkriegen lasse, weil ich von jemandem wie dir keine Angst habe und das zu machen, was ich will, keine Angst habe. Kurzum. Ich trage zur Gesellschaft wahrscheinlich weit mehr bei, als du dein ganzes Leben schon getan hast. Und was die Sache Thema Arbeiten angeht, wenn wir schon mal beim Thema sind, Gesellschaft und so. Ich habe in meinem Leben vermutlich schon mehr und schon härtere Sachen gearbeitet wie du. Junge, ich war 2 Tage im Stahlwerk und die anderen 3 Tage der Woche war ich bei Playmobil etc. Junge, wenn du wüsstest, da habe ich in einer Woche wieder 2 Jobs gemacht. Oh Mann, ihr wisst ja auch nicht, wie hart das alles ist. Am 1. Februar 2017 erschien das Video Headbangen zu Skillet Monster. Darin enthüllt Rainer, dass die jüngsten Headbang-Videos alle aus einer Aufnahmesession entstanden sind. Ich weiß, es kommt schon wieder ein Musikvideo oder ein Headbanger. Nur weil ich dick bin! Aber ich habe jetzt und weil ich gleich der Kaschballer bin für euch! Session sieht man alles auf dem Shirt, wobei es gleich wieder heißt, du hast es zu nützlich, ist dann. Du hast auch. Das auch, ey, also Leute, also ganz ehrlich, wenn wir mehr Mitglieder haben, das wird das nächste Emote, Lü. Nein, aber du hast doch wirklich faktisch immer dasselbe angehabt. Das sieht man ja dann auch, wo du draußen unterwegs warst mit deiner grauen Jacke, wirklich. Die muss mocken bis zum geht nicht mehr. Dann müsst ihr das Shirt an. Boah, Alter, kriegt euch mal ein, nur weil ich das Shirt öfter mal anhab, Alter, nur weil ich meine Shirts generell öfter mal anhab, habe ich es nicht immer gleich dauerhaft an. So, ich hab gepupst. So ein ekelhafter Mensch, wirklich. Hätte Excel das gemacht? Mensch, der... der wäre jetzt wieder angegangen worden von Rainer. Am 2. Februar erschien ein Video, in dem er zu Limp Bizkit headbangt. Vom 3. Februar existiert ein Besuchsvideo, in dem zu sehen ist, dass Rainer anscheinend sein Tor mit Kabelbinder verschlossen hatte. Einbruchssicher, ja. Da gibt's jetzt kein Durchkommen mehr. Schade. Als ich von Hater mitbekam, sagte ich, lass doch den armen Kerl in Ruhe. Wie dumm ich war, ist mir peinlich. Da mussten alle durch. YouNow-Streams, TeamSpeak-Server und tägliche Besuche. Der Jahresbeginn von 2017 gestaltete sich fast gleich dem von 2016. Rainer schien in einer Art Endlosschleife festzustecken, einer persönlichen Hölle, aus der er sich nicht befreien konnte und vielleicht auch gar nicht wollte. Naja, befreien konnte, er konnte sich jederzeit befreien, nur er wollte es halt nicht.
Ja, was soll man dazu sagen? Wunderschönes Video mal wieder vom einzigen. Ja. Unglaublich. Unglaublich. Ich freue mich schon auf diese ganze Reise. Wir haben noch so viele Folgen vor uns und es wird immer utopischer.